Okay, hier ist er wieder, der Void Doctor. Denn diesmal wollen wir diesen LP endlich mal in Richtung Ende fertig bewegen. Schauen wir mal, wie weit wir es jetzt schaffen. Yeah, wir continuen. Wir beamen direkt in den Workshop von Ariel. Und schauen mal, wo wir sind. Genau. Wir haben eine Menge Waffen zusammen experimentiert. Teilweise ausgerüstet. Ah ja, da haben wir immer noch nichts Neues, weil das nächste nicht so gut wäre. Mehr Verteidigung, aber weniger Waffenstärke. Gut, hier haben wir ein paar nette Sachen für den Notfall, dank unserer Begleitung. Oh naja, und wir sind inzwischen Pro in Sachen Waffenschmieden. Ist doch schon mal was. Okay, der Tag ist nicht mal zu Ende bisher. Ja, genau, es ist meine Schuld, dass die Gefühle von einem kleinen Kind verletzt wurden. Ach ja. Okay. Fangen wir es mal harmlos an, indem wir... mal versuchen, den Weg... Hä? Was ist mit denen los? Okay, ja gut, der Tag ist noch nicht zu Ende, das heißt, wir müssen noch nichts Neues sammeln hier. Ich versuche jetzt mal... Haben wir dem schon alle Medaillen gegeben? Ja, 26. Verdammt, wo könnten die noch alle stecken? Ich bin verdacht, ich habe mich geirrt. Das Spiel ist wohl doch noch nicht zu Ende. Er steht hier auch allein. Ja, sein Bein schmerzt. Ah, okay. Bleiben wir mal positiv. Was sagt die Alte? Naja, Master Blair sagt, es geht ihm bald besser. Na gut, vielleicht ist er auch nicht alt. Sieht man in der Grafik nur so schlecht. Ich versuche jetzt den Weg zu Godzillas Versteck zu finden, bevor ich rausrenne, weil ich will versuchen, das Bunny nochmal zu besiegen. Vorausgesetzt, ich finde den richtigen Weg jetzt mal. Ah, endlich. Was Neues für dich? Bla 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 bla. Ah, ja, ja, gut. Ah, ja, ja. Er ist ein wahrer Philosoph. Aber mit Mr. Klischee will ich jetzt nicht mehr sprechen. Grrr, Rampage Rabbit. Ah, gut. Ja, gut. Okay, gut. Dann probieren wir jetzt nochmal aus, wo wir viel stärker sind. Du bleibst da, hey. Ich dachte, du bleibst... Ah. Wir sind über ihn hinweggesprungen. Okay, jetzt könnten wir uns natürlich besser anstellen hier. Ah. Ha. Ha. Genau. Hey, besiegt. Wow. Sind wir gut, oder was? Gut. Am Ding, dann warte ich jetzt noch ein paar Level. Oh, ja. Na, das war aber nicht so toll. Yep, genau. Ha. Und beim nächsten Mal ist er wahrscheinlich noch viel stärker. Aber jetzt müssen wir uns erstmal wieder ausruhen gehen. Aber dann teleportiere ich mich wieder hierher und wir gucken mal, ob ich immer noch stark genug bin für den nächsten Versuch. Okay, jetzt sind wir bei unserem nächsten Bunny-Fight und schauen mal. Oh. Jetzt müssen wir wahrscheinlich warten bis zum nächsten Tag. Okay, na gut, das hätte ich mir vielleicht ersparen können, wenn ich den gleich angesprochen hätte. Aber was soll's. Ich habe auch gleichzeitig die Abwesenheit zum Speichern und Ausruhen benutzt, zum Reparieren der Waffen. Und eine neue Waffe gemacht, nämlich den Stahlsäbel. Yep, den hier zu verbessern hat sich als überflüssig erwiesen. Hätte ich daraus ein neues Schwert gemacht, wäre das viel stärker gewesen, wie man hier sieht. Stärkere Angriffskraft, stärkere Verteidigung, vor allem weil ich das mit Schwermetall abgegradet habe. Und hätte ich das andere Zeug noch übrig gehabt, hätte ich es sogar schneller gemacht, statt langsamer. Schwermetall, ja genau, Schwermetall macht Dinge schwerer und damit langsamer. Ich glaube, das ist nicht ganz, was damit gemeint ist, aber lasst mal, Leute. Okay, den Stahlrotor habe ich noch gar nicht ausprobiert, darum ist der jetzt noch dabei. Aber da der Stahlrotor
Und der Stahlsäbel die gleiche Verteidigungskraft hat, fast die gleiche Schlagkraft, aber der Stahlsäbel viel schneller ist, werde ich den Bohrer austauschen bei der nächsten Gelegenheit. Und hier müssen wir noch weiter den Piercer-Speer mit uns herumschleppen, weil der am optimalsten ist für Langstreckenangriffe. Und die Swift Axe, die nicht wirklich schnell ist, nur schnell im Vergleich mit dem anderen Modell, ist unsere Hauptwaffe. Die sieht zwar cooler aus und Tech ist auf 255 Maximum, aber ich habe noch keinen großen Unterschied festgestellt. Und naja, 5 Punkte Agilitätsunterschied ist nicht so viel, da wir trotzdem immer noch, wie man da schön sehen kann, wenn wir die Waffe mit uns rumschleppen, einen Wert von 6 haben. Das ist nicht wahnsinnig schnell. Im Bohrer 16. Richtig schnell sind wir eigentlich nur, wenn wir gar keine Waffe, sondern unseren öden Hammer benutzen oder das Schwert. Aber genug davon. Wir hauen hier mal Sachen kaputt. Selbst wenn wir nie angeln gehen, und vielleicht werde ich das später mal ausprobieren, kann man die Dinger immer noch verscherbeln. Und jetzt beamen wir uns zur Feuerfestung. Yeah! Wind, Wasser, Donner und Feuer. Dann müsste danach ja Erde kommen. Fünfte vielleicht noch und dann ist Schluss. Mal sehen. Beam Ahoi! Gut. Hier waren wir ja schon mal. Mal speichern, falls irgendwas Langweiliges passiert. Und gespeichert. Ach, wäre ich ein bisschen schnell mit meinen Fingern, könnte ich das... Oh, Zwischensequenz. Ah, gefunden. Es ist voll mit Feuer dieses Mal. Jep, genau. Da-da-da-da-da. Und was, kein Ausgang? Ist das tatsächlich das Letzte? Ja, ja, die macht sich Sorgen. Okay. Langweilig, nichts Schlimmes hier. Oh. Das, die sieht doch schon mal unheimlicher aus. Was zum... Diese Beschwörungskreatur sieht unheimlich aus, aber sie macht nichts. Ja, die steht allerdings ein bisschen rechts für euch. Warum guckt ihr die Wand stattdessen an? Vielleicht wartet die auch für einen Eckenfechter, Klingenfechter, genauso wie Bruno gewartet hat. Oh oh, es wird wütend. Das mag ich gar nicht. Gabriel war, hat er recht. Warum? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was Gabriel alles gesagt hat. Okay, gut. So, dann frisst das. Genau. Ha. Autsch. Gut, vielleicht sollte ich mal ein bisschen... Ah. Ha. Autsch. Naja gut, wir nehmen nur halben Schaden. Das ist immerhin etwas. Ah, gut, wenn er das Schwert so nimmt, dann... Autsch. Mistkerl. Ah. Okay, da halten wir dann lieber mal Abstand. Und danach wird man ein bisschen geheilt. Gut, das hat auch geholfen. Okay, der ist schon mal ein bisschen gefährlicher. Dann versuchen wir mal den Bohrer. Ne, der nimmt nur weniger. Autsch. Nehmen wir Abstand hier. Autsch, autsch, autsch. Na gut. Ne, ne, ne. Die ist mal nicht zu schwach. Oh, 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 super Schwertangriff. Diesmal sind wir nicht dumm. Ich meine mal, wenn er das macht, hauen wir ab. Oh, 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 diesmal hauen wir, lassen wir uns nicht verkloppen. Ha, super mega Jump-Angriff. Autsch. Ah, meine Reaktionsfähigkeiten sind echt gruselig. Oh, oh, nein, nur, das war knapp, aber wir sind ja schon fast besiegt, wieder mal. Okay, wow. Warum? Wir haben einfach nur mit unserer Axt so schnell wie möglich draufgehauen und er war besiegt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich die verdammte Axt verwende, die eine der stärksten Waffen ist und massiv Verteidigung aufpowert, aber hey. Okay, deiner
hat schon wieder was Neues gelernt. Und wir kriegen... Oh, na gut, alles geht um einen Punkt nach aufwärts und wir haben noch einen Punkt extra zu verteilen. Den packen wir mal auf Agilität, weil wir immer noch so verdammt langsam sind. Junge, Junge. Aha, das beeinflusst das auch noch. Gut zu wissen, aber wir brauchen mal ein bisschen mehr Bewegungskräfte. Oh gut, Boost-Motor. Oh, unbekannte Stimme sagt, du bist so stark. Hm? Wer ist da? Nina? Absolut natürlich nicht, ich bin Passeur. Nina war bloß der vorherige Bewohner dieses Körpers. Was zum Geier? Was bedeutet das? Oh oh, Nekromantie. Okay. Das erzähle ich euch nicht. Ihr seid Ryogas Feind. Oh, okay, ich nehme mal an, das bedeutet du nicht? Ah, ja. Lass mich raten, du bist einer von Ryogas Leuten. Oh, das würde ich auch nicht gerade sagen. Ich bin mehr ein Liebhaber vielleicht? Oh, Igitt. Ein Liebhaber? Jupp. Oder Geliebte. Geliebte, das war's, genau. Ach, Mann. Ja, genau sowas in der Art. Oder vielleicht auch nicht. Obwohl, die beiden haben sich echt verdient. Ja. Ha, ich habe mir diese Festung nicht angesehen, weil diese Beschwörungskreatur im Weg war. Und die war viel zu stark für mich. Aber ich habe die hinterher spioniert und jetzt hast du mir den Weg freigemacht. Hä? Tja, na gut. Hier bin ich jetzt fertig. Bis dann, Zackers. Yeah. Und sie rennt weg. Was geht hier vor? Ja, Moment, sie erzählt uns, dass sie uns nachspioniert hat. Und geht dann nicht da, wo das Monster war, durch, sondern haut wieder ab. Na gut, wenn der Feind blöde ist, dann profitieren wir davon. Keine Ahnung, aber sie schien Nina zu kennen. Na gut, wir gehen einfach zu ihr und fragen sie. Aber sollten wir nicht zuerst dieses komische Kristalldings finden? Jep, du hast recht, wir sind so weit gekommen. Wir sollten erstmal danach sehen. Jep, na dann geh los, mach das, ich warte hier. Zunk. Oh, Transformation in Engel. Ja, Mann, ich sollte eigentlich auch irgendwas machen. Ich suche hier. Okay, gut. Okay, hier ist ja offensichtlich nichts. Die fangen ja an zu blinken nach einer Weile. Und gehen wir mal hinterher. Na? Ach, hier geht's anscheinend nicht mehr weiter. Heißt das jetzt, wir sind fast fertig? Ich hoffe es, ja. Das wäre zwar dann ein bisschen kurz. Ich meine, die hätten halt zumindest ein bisschen mehr als ein paar Festungen hintereinander hinklotzen können. Aber ich will mich nicht beschweren, dann ist die LP ja doch fast zu Ende und... Oh, weiter geht's. Oh, hier ist es. Oh, sie hat's gefunden. Gute Arbeit, Deiner. Du bist... Ja, danke. Beschwörungsscam gefunden. Oh, jetzt haben wir alle vier. Oh ja, aber Master Ariel? Warte, worum geht's? Und wie soll ich das sagen? Über mein Dankeschön? Oh, danke. Wo sprichst du über einen Kuss? Oh, eine Minute bitte. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ah. So, musste die Aufnahme für eine Sekunde unterbrechen hier. Das Lachen zu unterdrücken, aber weiter geht's. Na los, jetzt verwandelt sich das Spiel in einen lesbischen Porno, oder was? Na gut, sie hat recht, vielleicht ein Kuss ist nicht so schlimm. Verdammt! Oh, du bist zurück. Was suggerierst du mir da? Ich kann das nicht glauben. Oh, danke fürs Zurückkommen, Deiner. Unglaublich. Ihr alle. Nun, wir haben keinen Grund mehr hier zu bleiben, oder? Lass uns von hier verschwinden. Okay. Hey, hier können wir auch übernachten und uns ausruhen. Praktisch. Ich frage mich, ob sie in jedem Bett schlafen kann auf diese Weise oder ob das nur für die Festung gilt. Das ganz vergessen, ob ich das schon mal ausprobiert habe. Ja, naja, da muss ich einen meiner Kommentatoren, Deku Warrior, wohl recht geben. Das sieht für mich immer mehr so aus. Als hätten die sich einfach nicht die Mühe gemacht, hier ein paar andere Optionen für das Mädel einzutun, weil ich glaube nicht,
Dass das daran liegt, dass die Leute, die das Spiel programmiert haben, jetzt wahnsinnig freiheitlich in ihren Ansichten waren, aber hey, kann ja auch sein. Deswegen, ich sehe das so. Entweder sie waren zu faul, aber das macht das nur noch witziger. Oder sie haben das tatsächlich so geplant. Das macht sie ein bisschen merkwürdig, aber es ist mal eine Abwechslung, nicht wahr? Jetzt, wenn sie es natürlich so gemacht hätten, dass wir bei der männlichen Hauptperson, dass alle Männer auf ihn fliegen würden, dann hätten sie natürlich wahrscheinlich die Hälfte aller Spieler erstmal abgestoßen. Aber hey. So haben sie wahrscheinlich einfach nur erstmal die Hälfte aller weiblichen Spieler von vornherein abgestoßen. Ich angle mal ein bisschen. Let's go! Oh, das war wohl nichts. Andererseits, vielleicht liege ich auch total falsch. Und, ich konzentriere mich mal auf das Angeln, statt hier rumzubabbeln. Ich habe sowieso schon vergessen wieder, was ich sagen wollte. Ach, ich gebe auf. Oh ja, ich habe vergessen, es geht noch Zeit. Ich kann gar nicht abbrechen, solange das... Oh. Okay, beamen wir vorwärts, bis ich das Angeln beendet habe.